Wir haben den ersten Tag im neuen Jahr und das alte Jahr hat sich dem Ende geneigt. Und wenn ich dieses letzte Jahr beschreiben müsste, wäre es das Jahr der schlechten Filme. Heißt, für mich als Filmfan der ersten Stunde war es ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Aber es gab natürlich auch ein, zwei gute Filme. Und um die soll es heute gehen, denn heute geht es um meine Top-Lieblingsfilme des Jahres 2022. Und zum Start des Jahres, seht ihr, habe ich direkt mal eine neue Kameraperspektive genommen. Schreibt direkt mal gerne in die Kommentare, findet ihr das besser, wie es jetzt gerade ist, falls ihr den Unterschied erkennt. Oder wie in den älteren Videos, dann höre ich da, was ihr da so meint und werde diese Kameraperspektive dann je nachdem umsetzen. Aber wollen wir nicht lange rum den heißen Brei reden und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wie schon gesagt, 2022 das Jahr sehr, sehr schlechter Filme, aber auch ein paar guter Filme. Und um die soll es heute gehen. Ich habe mich die letzten paar Tage nochmal hingesetzt, mir alles durchgelesen, was dieses Jahr rauskam und habe mal so meine Top 8 der Lieblingsfilme rausgesucht. Ist so eine sehr random Zahl, weil ich kam jetzt nicht auf eine andere Zahl, sag ich mal, wie es ist. Die Liste ist nicht wirklich jetzt chronologisch, beziehungsweise vom schlechtesten bis zum besten platziert. Es ist einfach random. Starten wir also direkt mal rein mit Nummer 8. Und das wäre Scream 5. Ja, Scream ist ein Horrorgenre, was einfach nur geil ist. So durchgehend, durch die Blume weg, einfach perfekt geil. Und ich liebe Horrorfilme und deswegen fand ich diesen Film sehr, sehr gut. Vor allem, weil es für mich irgendwie eine Mischung aus Prequel und Neuauflage war, weil irgendwie sehr, sehr viel wieder an den ersten Teil zurückgegangen ist und aber auch sehr viel Neues quasi reingekommen ist. Was soll man sonst noch zu diesem Film sagen? Natürlich ist es ist ein perfekter Splatter-Horrorfilm. Es ist einfach sehr viel Meta-Gags da drin und auch sehr viel Spaß, Humor und auch sehr viel so, ja, wie sagt man am besten? Trashy. Es ist so ein bisschen trashy, aber nicht zu extrem oder zu aufgesetzt, sage ich mal. Es ist einfach ein sehr guter Film. Die schauspielerische Besetzung, natürlich wieder die OGs sind dabei, aber auch sehr viele neue Charaktere. Und man muss sagen, eins haben sie in dem Film wirklich gut geschafft und das ist nach wie vor dieses typische Scream-Ding. Man weiß bis zum Ende nicht, wer der Killer sein könnte. Und ich bin ehrlich, für mich war es auch nicht erkenntlich bis zur letzten Sekunde, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich einen negativen Punkt an diesem Film sagen müsste, wäre es die Motivation der Killer. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber einfach nur Morde begehen, um ein besseres Prequel zu bekommen von dem Stab-Film, der in den Scream-Filmen auf Scream basiert. Weiß ich nicht, das war ein bisschen lame, muss ich sagen. Also das war das Einzige, wo ich sagen würde, nee, das die Motivation dahinter war nicht so geil, muss ich sagen. Aber an für sich ein super geiler Film. Sehr viel Horrormomente und auch, ich sag mal, sehr viel Fake-Horror, wo man denkt, es passiert was und es dann doch nichts passiert. Also wirklich sehr, sehr guter Film, muss man einfach sagen. Aber gehen wir jetzt erstmal zu Platz 7 und zwar Glass Onion. Ein Film, den ich gar nicht auf dem Trichter hatte, aber genauso wenig wie den ersten Teil. Der erste Teil, also Knives Out, ich weiß gar nicht, wie der Titel genau heißt, war für, der Film kam und der war da und ich habe nicht mitbekommen, dass er da war und der war einfach geil. Es ist im Prinzip die perfekte Verfilmung von Cluedo. Und das in sehr geil. Und ich muss sagen, ich finde dieses System, dieses Konzept unfassbar geil. Ich hatte Angst beim zweiten Teil, jetzt hier Glass Onion, dass da einfach jetzt zu viel gemacht wird. Also, dass sie einfach recyceln und recyceln müssen. Aber nein, ganz im Gegenteil. Es ist zwar das gleiche Grundprinzip, aber es ist nach wie vor unfassbar interessant. Es sind so viele Plot-Twists im Plot-Twist in einem Plot-Twist drin. Der Film ist wirklich durchweg einfach nur genial. Auch da wieder die Besetzung. Daniel Craig, Edward Norton oder auch Dave Bautista, auch die anderen Schauspieler einfach perfekt besetzt, die Rollen perfekt umgesetzt. Und auch hier bis zum bitteren Ende, also bis der ganze Plot-Twist aufgelöst wird, ein Film, wo man sich denkt, okay, wer könnte es sein? Wer war es jetzt? Ich finde, eine Sache zur Mitte des Films wurde zu früh aufgedeckt. Die hat dir ein bisschen die Spannung rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz war der Film auch ab da immer noch sehr genial. Und ich mochte den ersten Teil, fand ich auch schon super geil. Ich weiß nicht, ob ich Glass Onion jetzt auf ein höheres Treppchen setzen würde als den ersten Teil. Ich glaube tatsächlich, der erste Teil hat nochmal ein bisschen mehr Cluedo-Gefühle gehabt. Und da wurden auch wirklich der Twist wirklich bis komplett zum Ende bewahrt. Aber an für sich ein super geiler Film. Wirklich unfassbar geil. Wenn ihr Cluedo oder irgendwie Detektivfilme, Bücher, Serien liebt, dieser Teil hatte für mich wieder mal so ein bisschen Sherlock Holmes-Vibes, weil man halt da auch erst im Nachhinein gesehen hat, warum manche Dinge gemacht wurden. So halt dieses, es passiert was und danach wird einem erst gezeigt, ach, deswegen ist das passiert. Also so durch den ganzen Film weg so ein Wow-Effekt. Unfassbar geiler Film und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich diesen Film mehrmals angucken werde und genauso wie den ersten Teil, den habe ich auch schon 2-3 Mal angeguckt. Einfach und auch für die ganze Familie echt unterhaltsam. Natürlich ein bisschen an manchen Stellen ein bisschen brutaler, ein bisschen makaberer, aber trotzdem einfach
unterhaltsam für jeden. Gehen wir zum nächsten Platz über und da hätten wir auch den ersten und auf dieser Liste einzigen Marvel-Film und zwar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, was soll ich sagen? Ihr wisst es, ich liebe Marvel-Filme, ich liebe sie, keine Frage. Und Doctor Strange war für mich ein sehr, sehr geiler Film, weil durch diesen Film sehr, sehr viele neue Tore geöffnet wurden. Scarlet Witch sowieso mit einer meiner Lieblings-Helden-Schurken-Antagonistinnen in ganz Marvel. Und überhaupt die ganze Einführung der X-Men zum Teil. Einführung von diesen ganzen weiteren Varianten, die wir durch Loki kennengelernt haben. Und überhaupt der Aufbau für das weitere MCU-Verfahren war einfach sehr gut. Man muss sagen, hier und da hat das CGI ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Aber das kann man in der Hinsicht verzeihen, weil man auch sagen muss, es ist tatsächlich mit einer der ersten brutaleren Marvel-Filme. Was aber ja auch Marvel gesagt hat, sie wollen ja auch ein bisschen mehr in diese Horror-Richtung reingehen, was ja auch dann mit Werewolf by Night auch noch rauskam. Also Doctor Strange war einfach ein sehr guter Film. Wie gesagt, das Ende war so ein bisschen, keine Ahnung. Aber an für sich, gute Geschichte, gut aufgebaut mit allen Schauspielern und allen Hintergründen. Und wie gesagt, allein weil der halt sehr viel für das Multiversum, für das MCU offen hält, war es halt schon ein sehr guter Film. Und halt auch, wie gesagt, mit einer der wenig guten Filme dieses Jahr von Marvel. Ja, da kommen wir aber dann in einem anderen Video zu. Denn nächstes Wochenende werde ich mal meine Top-Liste der schlechtesten Filme 2022 präsentieren. Es sind nicht so viele, muss ich ehrlich gestehen. Es sind nicht so viele, weil halt viele Serien nicht da drin sind. Wenn ihr wollt, dass ich meine Top- und Flops der Serien 2022 mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann ich auch liebend gerne mal machen. Aber auf jeden Fall, nächstes Wochenende kommt dann erstmal meine Top der schlechtesten Filme 2022. Aber gehen wir jetzt erstmal weiter zum nächsten Platz. Und das wäre Jurassic World 3. Ja, Jurassic World, allgemein Jurassic Park. Ich liebe dieses komplette Genre. Ich liebe Jurassic Park. Ich liebe Dinos. Ich finde Dinos super cool. Und ich finde dieses ganze Konzept von Jurassic Park geil. Man muss zwar sagen, es ist auch einfach, jeder Film ist quasi ein bisschen recycelt vom letzten Film, weil grundlegend immer das Gleiche passiert. Da ist ein neuer Dino, da sind Leute in dem Park, die Leute müssen gerettet werden, der Park macht Scheiße und auf ein neues. Aber jetzt hier in Jurassic World 3, finde ich, war es einfach sehr schön dargestellt mit dem, ja, was passiert denn jetzt? Es ist so, im letzten Teil wurde gesagt, okay, es sind jetzt alle Dinos frei, es sind frei rumlaufend. Was passiert? Wie schaffen Menschen und Tiere mit den Dinos zusammenzuleben? Funktioniert das überhaupt? Funktioniert das nicht? Und es wurde sehr gut in dem Film alles zusammengefasst und auch sehr gut erklärt. Und natürlich, wahrscheinlich für jeden Jurassic Park-Fan das Highlight, die Starbesetzung, das Zurückholen der OG-Charaktere, aller OG-Charaktere. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde, wenn jetzt noch ein neuer Teil käme, auch wenn ich mich natürlich sehr über noch einen Jurassic Park / World Film feiern würde, freuen würde, ich hoffe, es kommt keiner mehr. Also es soll ja anscheinend der letzte sein. Und ich hoffe, dem ist auch so, weil der Film einfach ein sehr schönes Ende hat. Es ist einfach gesagt, okay, hier, es funktioniert, das Zusammenleben funktioniert, jeder muss halt ein bisschen einstecken, aber es geht. Es wurden sehr viele Fragen beantwortet, es wurden sehr viele, ich sag mal, kleine Plotlöcher geschlossen. Was ich ein bisschen schade fand, es wurde in dem Film, finde ich, zu wenig auf Dinos eingegangen. Da war für mich ein bisschen, ja. Aber auf der anderen Seite wurden auch wieder sehr viele Dinos gezeigt, die alle Jurassic Park-Fans einfach sehen wollten. Ob es ein Giga war, der jetzt reinkam, der Giganotosaurus, ob es ein Quetzal war, ob es der Tizerano war und. Woher ich diese ganzen Namen kenne, ich liebe das Spiel arg. Egal, ist ein anderes Thema. Aber überhaupt immer diese Dinos reinbringen, die andere Leute oder die Zuschauer wirklich gerne sehen wollen. Nicht einfach nur, ja, ein Raptor und ein Rex und ein Bronto. Das wollten die Zuschauer nicht und das haben sie in diesem Film nicht bekommen, denn es gab einfach viel. Es gab fucking 3 verschiedene Varianten von Raptoren, was einfach genial war, weil es halt auch einfach verschiedene Varianten des Velociraptors gibt, ne? Es war einfach super gelöst. Aber das war auch gleichzeitig das, was ein bisschen schade zu kurz kam. Die ganzen Dinos, da wurde ein bisschen zu wenig drauf eingegangen. Für mich aber absolut ein Hammerfilm des Jahres und auch ein perfekter Abschluss für die Reihe. Gegönnter Abschluss für die Reihe, sage ich mal. Wenn wir schon bei Prequels sind, können wir auch direkt über Sequels reden. Und zwar der bekanntesten Horrorfilm-Reihe, sage ich mal. Und zwar Predator. Und wir haben ein Sequel bekommen, und zwar mit Prey. Einfach mal direkt mal einen Throwback zu meinem quasi ersten Video auf diesem Kanal, wo ich meine Predator-Top-Liste gemacht habe, nachdem ich Prey gesehen habe. Und was soll ich sagen? Prey. Also ich fand ihn einfach genial. Ich finde die Predator-Filme sowieso schon cool. Und Prey war für mich unfassbar schön. Es war ein unfassbar optisch wirklich schöner Film. Die Story war vielleicht hier und da ein bisschen... Yeah, aber es war einfach ein guter Film. Es war alles hinweg einfach zu zeigen, okay, hier, der Predator war halt nicht immer so Hightech. Der hat sich auch erst aufgebaut und die Menschen hatten damals schon Kontakt. Und es war einfach schön gemacht und wie gesagt auch einfach optisch sehr schön. Wenig CGI, was ich sehr, sehr, sehr befürworte bei diesem Film. Und auch einfach überhaupt die Action im Film war halt auch einfach genial. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich sonst zu Prey halte, schaut gerne mal bei meinem ersten Video vorbei. Meine, wie gesagt, Top-Listung der Predator-Filme ist auch mal hier irgendwo
irgendwo verlinkt, ich weiß gerade nicht wo. Und checkt das gerne mal aus, weil sonst gehe ich jetzt hier zu sehr auf Prey ein und da habe ich schon quasi ein eigenes Video drüber gemacht. Auf jeden Fall ein unfassbar geiler Film, definitiv. Gehen wir beim nächsten Platz zum Jahresende hin. Und es kam ein Film raus, wo ich wusste, dass er rauskommt, der mich aber eigentlich nicht interessiert hat. Und auch dazu habe ich schon ein extra Video gemacht, deswegen gehe ich hier ein bisschen weniger auf den Film ein. Und das ist Avatar 2 The Way of Water. Und wie gesagt, ich habe schon ein eigenes Video drüber gemacht. Checkt es auch gerne mal aus. Ist auch wahrscheinlich irgendwo hier verlinkt. Und ich muss einfach sagen, der Film hat mich überrascht. Und er ist einfach wunderschön gewesen. Die Farben sind wieder einfach perfekt gewesen. Die Story ist unfassbar geil gewesen. Es war nicht so eine plumpe Story wie im ersten Teil, finde ich. Und auch die neuen Charaktere, die introduced wurden, einfach schön. Muss ich echt sagen, es war einfach ein schöner Film. Es war schön, ihn anzusehen. Es war nicht so ein Action-Drama-Film, wo du die ganze Zeit am Bangen bist. Sondern es war einfach ein schöner Film, schön anzugucken. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, was meine Meinung zu dem Film ist, checkt das Video gerne mal aus. Da gehe ich ein bisschen genauer ein und dann rede ich auch mal darüber, in dem Video rede ich auch darüber, ob ich noch einen Teil bräuchte oder nicht. Aber wie gesagt, das gerne in dem Video, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Kommen wir zu meinem Platz 2 und der zweiten Comic-Verfilmung. Und zwar ist das The Batman. Holy shit. Holy shit, war das ein geiler Film. Das war die Angst der Fans, dass Robert Pattinson diesen Film versaut, war ich von Anfang an dagegen. Weil ich von Anfang an gesagt habe, für mich selber so, Robert Pattinson ist kein schlechter Schauspieler. Ein verdammt guter sogar. Und man muss einfach sagen, Twilight hat ihn als Schauspieler einfach kaputt gemacht in der Hinsicht. Also einfach in eine Ecke gestellt. So, hier, okay, das ist ja der glitzernde Vampir-Typ. Aber scheiße, war das eine geile Batman-Verfilmung. Ich muss sagen, ich liebe die Dark Knight-Reihen. Ich liebe sie wirklich. Heath Ledger Joker ist für mich Top-Tier, wird nie was drüber kommen. Aber The Batman war so unfassbar genial, dass ich einfach hoffe, das weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ich hoffe so unendlich, dass wir dazu wesentlich mehr Filme sehen mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Bruce Wayne, aka Batman. Und auch das, was viele gesagt haben, dass dieser Film nicht so wirklich auf Bruce guckt, sondern vielmehr wirklich auf Batman und Batmans Entwicklung. Und es war einfach so. Also es war so gezeigt, also ich weiß noch genau, Nerd Factory, glaube ich, war das, hatte dazu ein Video gemacht, wo er gesagt hat, dass quasi nicht, also dass Batman, also dass Bruce Waynes nicht Batmans alter Ego ist, dass Batman die Hauptperson ist und Bruce Wayne quasi die geschauspielerte Version. Diese Theorie fand ich so genial und so cool, weil es einfach perfekt zu Batman passen würde. Und ich finde, das haben sie in dem Film jetzt nicht wirklich offiziell gezeigt, aber es war schon sehr nah dran. Es war schon viele Momente, wo man gedacht hat, okay, da ist die Bruce Wayne-Rolle ist wirklich einfach nur um den Schein zu wahren und Batman ist die eigentliche Persona. Auch der Schurke, ich muss sagen, ich liebe den Riddler, ja, aber ich finde, hier wurde er ein bisschen doof eingeführt. Hat mir nicht so ganz gefallen, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, ich hätte einen besseren Introducer dafür gefeiert. Vor allem auch, weil halt, gut, es ist halt ein relativ ein Film, der gerade gestartet hat in diesem Universum, aber auch designtechnisch, also das Kostüm von Batman, 10 von 10, aber beim Riddler, ich weiß nicht, da bin ich oldschool, da bin ich eher so auf der Batman Forever Seite, wo halt wirklich diese unfassbar kitschig grellen Kostüme waren, finde ich sehr gut. Die Besetzung von allen anderen, Falcone, Pinguin und, auch Catwoman, super geil. Fand die super geil besetzt, obwohl ich sagen muss, dass Catwomans Maske, also diese Mütze, sah ein bisschen komisch aus, aber an für sich, rollentechnisch, der Pinguin. Ich habe diese Rolle des Pinguins gesehen und dachte so, hey, irgendwo kommt mir der Schauspieler bekannt vor, ich nachgucken, denke mir so, what, das ist der? Das war irgendwie sehr weird, aber sehr gut besetzt und auch allgemein die Besetzung von den also Hauptprotagonisten war einfach genial. Ich muss sagen, der Film durch und durch so cool und so ein schöner Batman-Film, wie man lange nicht mehr hatten. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass wir mit diesem Batman jetzt endlich mal mindestens eine Trilogie bekommen. Nicht, dass wir mit dem anderen Batman mit The Dark Knight keine Trilogie bekommen, aber nochmal eine neue, gute Trilogie. Und kommen wir jetzt abschließend zu Platz 1, der für mich perfekteste Film dieses Jahr. Wirklich durch und durch perfekt. Es gibt nichts an diesem Film, was ich auszusetzen hätte oder könnte. Und das ist Top Gun Maverick. Ich weiß nicht, ob es ein Prequel ist. Ich weiß nicht, ob es ein Reboot ist. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist irgendwie alles. Es ist eine Weiterführung, aber es ist auch quasi eine komplette Neuauflage. Ich habe diesen Film mit meinem Vater gesehen und auch er liebt Top Gun. Ich liebe Top Gun. Und es gab so viele Momente, überhaupt die ganze Anfangssequenz hätte quasi einfach gecopy-pasted aus dem ersten Teil sein können. Es gab so viele kleine Anspielungen auf diesen ersten Teil, die wirklich, wirklich spiegelgleich waren, was den Film so gut getan hat. Er wird die neuen Fans abgeholt haben, er wird die alten Fans abgeholt haben. Klar, Tom Cruise ist
ist alt geworden, aber er hat die Rolle immer noch perfekt gespielt. Tom Cruise ist auch so jemand, der ist alt geworden, ist aber jung geblieben, habe ich immer das Gefühl. Die Rolle von Maverick wieder perfekt inszeniert. Alles andere, die ganze Geschichte, die ganze Story, super geil, die Action, super geil. Wirklich ein unfassbar perfekter Film. Also lange keinen Film mehr gesehen, wo ich habe nichts daran auszusetzen. Es gibt nichts, rein gar nichts, was ich an diesem Film auszusetzen habe. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr sagt, dass hier da und da irgendwas komisch war. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber für mich war es wirklich ein unfassbar perfekter und runder Film, weil der einfach rund war. Perfekt abgeschlossen. Und auch hier, es müsste keine Fortsetzung geben, aber es könnte eine geben. Ich bräuchte jetzt keine, glaube ich. Es wäre jetzt für mich hier okay, kann man so lassen. Die Geschichte ist erzählt. Und ja, der Film war einfach, also es war, der Film, muss ich sagen, steht hier nicht umsonst auf Platz 1. Aber der war für mich wirklich mein Platz 1 des Jahres, weil der überraschend für mich war, also überraschend gut für mich war. Und ja, das war meine Top 8 der besten Filme des Jahres 2022. Natürlich meine Meinung, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es mich gerne wissen. Ich würde gerne eure Top-Filme des Jahres hören. Schreibt es deswegen gerne in die Kommentare. Abschließend würde ich sagen, ich freue mich auf ein neues Jahr, beziehungsweise auf ein ganzes Jahr Couchtime, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch keinen Jahresrückblick gemacht, weil das halt kein Jahresrückblick gewesen wäre. Ich werde nächstes Jahr vielleicht mal einen kleinen machen, aber an für sich. Ich habe richtig Spaß an diesem Kanal. Es freut mich jedes Mal wieder Videos zu machen und eure Reaktionen und auch positiven Zustimmung zu hören. Es freut mich jedes Mal aufs Neue. Deswegen wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ne? Macht so weiter, wie ihr wollt. Immer stay positive und See in the Future oder sowas in der Art. Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, euch auch in diesem neu angebrochenen Jahr auf diesem Kanal weiterhin zu sehen. Und vielleicht werden wir auch noch ein paar mehr. Würde mich natürlich freuen, deswegen lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.